Und das ist hier die Raststätte Riedener Wald. Also man glaubt, man ist auf einer Müllhalde. So sieht das hier aus. Das ist unglaublich. Wir wollen hier eigentlich mal unser Frühstück machen. Picknick. Ein bisschen Picknick. Schumann. Guckt euch das an da, diese Müllhalde da. Unglaublich. Also was das für ein Bild ist da, ich muss es jetzt erstmal ranzoomen hier, wo ist denn der Scheiß? Da. Guckt euch das an, das ist eine deutsche Raststätte. Also, da kriegst du doch echt das Kotzen. Und da hinten im Gebüsch liegt noch mehr von dem Zeug rum. Na, jetzt haben wir hier abseits doch noch eine kleine Ecke gefunden. Ein Kaffee zum Mitnehmen und jetzt geht's erstmal los. Hier gibt's erstmal ein kleines Frühstück. Nach einem Zwischenaufenthalt in Erfurt geht's jetzt weiter. Hat uns hier nicht so gut gefallen. Das ist ein relativ neuer Campingpark, praktisch nur Stellplätze ohne Bewuchs. Aber dafür da hinten das Sanitärhaus, das war ausgezeichnet. Das ist der Campingpark und jetzt machen wir uns auf die Socken. Wir wollen jetzt Richtung Zelle, grobe Richtung, das ist zumindest die Planung. Das sind die Sanitärräume, die Rezeption. Ja, und jetzt starten wir wieder. Annette fährt. Auf geht's. Erfurt haben wir jetzt nur eine Übernachtung gemacht und leider von der Stadt nichts gesehen. Also die Stadt soll wunderschön sein, die Innenstadt. Wir haben nur diese riesigen Plattenbauten gesehen. Wir wollen mal über den Osten jetzt wieder Richtung Norden fahren. Wir nehmen jetzt erstmal Kurs grobe Richtung Magdeburg und fahren dann wieder westlich Richtung Celle weiter. Schöne Strecke hier. Wir befinden uns jetzt ungefähr auf der Höhe von Weimar. Das ist nur 30 Kilometer entfernt. Und da oben wacht Kaiser Barbarossa. Das ist der Kyffhäuser da ganz hinten. Ein kurzes improvisiertes Frühstücken. Wir haben uns einen Kaffee zum Mitnehmen geholt und schnell mal ausgepackt die Möbel. Erst wollten wir da hinten sitzen. Da ist eine schöne Sitzbank. Da hätten wir den Picknickkorb auch auspacken können. Aber genau wie auf der Bank da drüben ist da eine Ameiseninvasion. Und so haben wir uns entschlossen, das kurzerhand am Wohnwagen mal zu machen. Kein Problem, Stühle und Tisch sind schnell aufgebaut und los geht's. Guten Appetit. Max hat einen Artgenossen gefunden hier, etwas älter als er. Das ist ein Weibchen, ne? Ja. Wie heißt sie? Paula. Paula, auch schön. Finde ich toll, den Namen. Unser heißt Max. Wir sind jetzt bei Gifhorn und haben gebadet. Beim Tankumsee. Herrlich. Campingplatz auch wunderbar. Also wir sind sehr zufrieden hier. Das ist der letzte Zwischenstopp, bevor wir wieder an die Ostsee fahren. Max ist auch zufrieden. Endlich bei der Hitze mal ein bisschen im Wasser.
Pfeffer im Arsch ohne Ende. Das Problem ist, wenn man den Fußball oder sowas vor sich liegen hat und man will den. Wir sind jetzt auf dem Weg von Gifhorn an die Ostsee. Ich bin erstmal losgefahren und jetzt gibt es hier schönes Frühstück. Guten Morgen. Naja, man kann schon bald sagen Mittag. Wir brunchen. Ja, fast Mittag. Wir brunchen. Genau. Ja. Eine Thermoskanne voll Kaffee hat uns noch Camping-Dame da im Imbiss gemacht. Und hier ist schon ordentlich was los. Nicht so optimal, oder nicht optimal ist ja, dass wir heute am Sonnabend starten. Da ist natürlich einiges los. Mal gucken, wie wir durchkommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt in Grömitz. Gleich gibt's Frühstück. Und die beiden besten Freunde entspannen noch in der Morgensonne. Ja, und wir befinden uns hier auf dem Campingplatz Hanseatic am Lenzer Strand. Und das weckt alte Erinnerungen. Ich bin heute Morgen schon mit Max unterwegs gewesen. Hinten an den Dünen, wo wir früher mit der Polizei unser Zeltlager errichtet hatten. Und da steht heute so ein großer Funkmast. Ich weiß nicht, ob da 5G geplant ist oder was. Egal, auf jeden Fall da auf der Wiese standen wir dann mit Wasserwerfern und Mannschaftszelten und. Und das war eigentlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, nie wieder Camping. Morgens machten wir dann Lauf auf dem Deich und der Hundertschaftsführer stand mit dem Fernglas oben und sagte so, alle mal rum um die Boje da hinten und dann mussten wir ins kalte Wasser und einmal rumschwimmen. Also morgens krochen die Ameisen über die Brötchen. Das waren nicht so richtige gute Camping-Erinnerungen. Aber hier ist das ein bisschen was anderes. Und die Sonne scheint leicht bewölkt. So lässt sich das gut aushalten. Hier die Nachbarschaft. Jetzt schwenken wir mal wieder ins Torzelt. Da sind schon die Brötchen in unserem mobilen kleinen Ofen. Toastbrötchen habe ich gekauft. Dinkel-Toastbrötchen. Weil kein Bäcker mehr auf hatte gestern Abend. Ja, ohne Ameisen. Hier ist meine Küchenzeile mit Zubehör. Man will ja nicht für jeden Schiss in den Wohnwagen rennen. Ich koche ja draußen. Unsere Kaffeemaschine, ganz wichtig, das Überlebenselixier. So, jetzt gehen wir vorne mal raus. Da ist der Eingang. Und die Rezeption dahinter. Wir sind hier eigentlich mehr oder weniger auf so eine kleine Abstellwiese für Touris, die nicht so lange bleiben. Und wir bleiben ja auch nur eine Woche. Und erst haben wir gedacht, der Platz, aber dann, da ist übrigens der Spielplatz, einer von den Spielplätzen und Tischtennisplatten und das ist das Waschhaus. Gestern waren wir illegal baden, ne? Das ist das Waschhaus. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Gestern waren wir illegal baden. Ja? Max und ich. Der Hundebadestrand ist 800 Meter weiter und abends sind wir dann runter an den Strand. Hier geht man 100 Meter, dann hat man Schlüssel für die Pforte und ist praktisch gleich am Deich und dahinter ist die Ostsee. Und da sind wir dann gestern nochmal schwimmen gegangen. Obwohl hier irgend so eine Mikrobe im Wasser sein soll, die bei offenen Wunden ganz gefährlich ist, aber wir haben uns das trotzdem getraut. Das Leben ist nun mal lebensgefährlich. Und auch Max hat das gut überstanden. Er ist zwar jetzt ein bisschen müde, aber wir haben heute Morgen auch schon unseren Spaziergang gehabt. Das ist hier herrlich. Nein, wie schon gesagt, dieser Platz, da haben wir erst gedacht, in der prallen Sonne. Nein, wir haben ja unser Vorzelt, das spendet Schatten. Und außerdem sind wir zu der Überzeugung gelangt, eigentlich kann manchmal der Platz, auf den man zugeteilt kriegt, noch so scheiße sein. Wichtig ist, dass du dir das im und am Wohnwagen gemütlich machst. Dann geht das eigentlich auf jedem Platz. Das ist einfach toll. Hier ist es saugemütlich bei uns. Wackel nicht so mit der Kamera. Nee, ich übe ja noch. So, das war's erst. Ja, Leute, das ist herrlich. Am Sonnenuntergang
ein Bad in der Ostsee. Hier am letzten Strand, wo wir vor 40 Jahren mit der Polizei Zeltlager gemacht hatten. Und Max amüsiert sich auch gut. Wo ist er? Moment. Aha. Kann doch nicht sein, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja, hat er gesagt, SD-Karte.